Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. 2 Wochen sind wieder vergangen, seit ich das letzte Video gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit immer bleibt. Die 2 Wochen waren geprägt von sehr viel Arbeit, denn alle meine Englischkurse hatten ihre Klausuren inzwischen. Die mussten vorbereitet werden, die mussten geschrieben werden. Und jetzt sitze ich da mit 50 Klausuren und sollte sie eigentlich nachgucken, aber irgendwie ist doch heute Sonntag und am Sonntag habe ich keine Lust. Naja, jedenfalls zieht es mich dann mehr zu meinen Häkelnadeln als zu den Klausuren. Sorry Leute, aber so ist es nun mal. Ja, und damit steigen wir jetzt ein ins Handarbeitshobby. Ihr seht es schon voller Verwunderung. Ich trage einen selbstgestrickten Pullover. Das ist der Alforfon, den ich im Frühjahr fertig hatte und dann nie tragen konnte, weil es einfach so warm war. Und jetzt habe ich auch schon gedacht, meine Güte, wird es denn gar nicht kalt werden. Aber das Wetter ist inzwischen so, dass ich in meiner Wohnung hier jetzt schon diesen Pullover tragen kann. Ja, ich stehe mal auf, damit ihr ihn nochmal in seiner ganzen Pracht bewundern könnt. Ich liebe den nämlich. Ich habe die ganze Woche schon selbstgestricktes angehabt. Die habe ich schon in der Wäsche. Den einen Pullover habe ich gerade per Hand gewaschen. Der muss noch, also gerade ist auch gut. Ich glaube, das war schon vor ein paar Tagen. Aber der ist halt noch im Keller und ich weiß nicht, ob der schon trocken ist. Ihr wisst ja, so Wolle braucht immer ein bisschen, bis es trocken wird. Aber um die beiden geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht ja um diesen hier. Ich stehe jetzt auf. Ja, ich bin immer noch ganz begeistert von dem Pullover, wie gut der sitzt, obwohl ich nie irgendwas angepasst habe und einfach nur die Größe L gestrickt habe, so wie sie in der Anleitung stand, ohne irgendwas zu verändern und zu messen. Passt prima, finde ich, und ich trage den auch gerne. Ja, hier so, und am Licht wird es jetzt ein bisschen warm, aber gut, das soll der Freude keinen Abbruch tun. Ich behalte den jetzt an und schwitze dann eben, wenn es sein muss. Und zeige euch mal das, was ich diese Woche fertiggestellt habe, erst vorgestern Abend nämlich. Deshalb sind hier die Fäden auch noch dran, denn die will ich ja erst nach dem Waschen und Spannen dann wegtun. Wegtun ist auch gut. Naja, vernähen. Also das Weihnachtsgeschenk für meinen Vater ist soweit fertig. Er ist jetzt 1,95 Meter lang, dieser Schal. Man sieht am Anfang, ich weiß gar nicht, ob das der Anfang oder das Ende ist, aber Anfang und Ende sind gegengleich, also. Wie gesagt, das habe ich euch ja schon die ganze Zeit erzählt, dass das einfach genial ist, dass der von beiden Seiten gleich aussieht. Und ja, ich mache mir den mal einfach um, mal so aus Spaß an der Freude. Schön warm. Oh, der passt prima zu meinem Pullover. Ja, ich hoffe, mein Vater wird sich freuen darüber. Mir gefällt er gut. Ist jetzt ein bisschen zu warm, muss ich ehrlich zugeben, aber er ist auch schön weich. Ich glaube. Ich hoffe, mein Vater ist da nicht empfindlicher als ich mit der Wolle. Hier ist ja auch schließlich Alpaka drin. Oh, der. Oh. Puh, schnell wieder raus. Ja, da bin ich also echt froh, dass ich den endlich fertig habe. Und zwar früher als gedacht, weil ich zwar die Anzahl von Mustersätzen, die ich mir ausgerechnet hatte, gestrickt habe, aber ich habe halt mehr gestrickt als 3 pro Tag. Ich habe, also ich weiß gar nicht, die letzten 2 Tage habe ich gar nicht mehr mitgezählt, wie viele Mustersätze ich geschafft habe. Ich wollte nur noch fertig werden. Es ist auch noch ein bisschen Wolle übrig, also ein paar Reste. Ich war der Meinung, keinen Mustersatz mehr zu schaffen und dann noch am Ende die 6 Reihen. Vielleicht hätte ich es noch geschafft, aber ich hatte auch keine Lust, das Risiko einzugehen, vielleicht dann 10 Reihen zurückstricken zu müssen. Also habe ich ihn da beendet. Er ist ja 1,95 Meter lang. Alles gut. Wenn er gespannt ist, ist er vielleicht sogar 2 Meter lang. Und ich weiß nicht, warum ich mir diese 2 Meter in den Kopf gesetzt habe. 1,95 sollte doch wohl auch ausreichen. Entschuldigung, irgendwie sind hier gerade Alpaka-Haare rumgeflogen. Kommen wir zu dem Projekt, was ich euch eigentlich gar nicht mehr zeigen will. Das hat natürlich auch ein bisschen Liebe bekommen. Bin ich hier oben? Ja, ich bin oben. So, ihr seht, ich bin jetzt schon wieder in diesem Teil, wo die Rauten nicht mehr gefüllt sind. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich letztens war. Ich glaube, letztens war ich noch im Petrolteil, fast fertig mit Petrol. Hab dann den ganzen Tielteil gehäkelt und bin jetzt schon im Salbei. Ich habe, glaube ich, warte mal, es ist jetzt die Reihe, ist es 192, die ich fertig habe? Ich weiß nicht. 223 Reihen wären es. Bis Reihe 203 mache ich noch so Salbei und dann kommt Spearmint und dann sollte die Decke zumindest erstmal fertig gehäkelt sein, was das Muster betrifft. Ja, und danach kommt halt die spannende Sache mit der Borte, die dann die Fäden verschwinden lässt. Ich liebe diese Decke schon heute.
auch schon so, wie sie ist. Ich habe sie schon ein paar Mal so ein bisschen mir übergedeckt, besonders wenn hier vom Fenster die kalte Luft so runterkam und mir auf den Rücken, ja, in den Nacken gefallen ist. Dann ist diese Decke doch wunderbar, wenn sie dann hier so einfach mal liegt. Und jetzt ist es aber zu warm. Okay, jetzt fällt ja auch keine kalte Luft runter. Ja, also damit geht's weiter und ich habe euch die jetzt nicht gezeigt, ihr habt die auch gar nicht gesehen, weil ihr wisst ja, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ich sie dann in 14 Tagen fertig habe und dann, also vielleicht noch nicht die Borte drumherum, aber hoffentlich habe ich dann die Mustersätze fertig. Denn ich bin ja jetzt schon im 5. Teil und der ist nicht mehr ganz so lang wie die anderen 4, also könnte so hinhauen. Ja, dann habe ich noch was angefangen, nämlich das Weihnachtsgeschenk für die Lebensgefährtin meines Vaters. Die wünschte sich ja nochmal so ein Kissen, wie ich schon mal für sie gehäkelt habe. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr das jetzt seht, an diese Kissenbezüge. Da hatte ich auch Babydecken draus gemacht. Also ich glaube, das ist derselbe Mustersatz. Ja, sie hat sich einen neuen Sessel gekauft und sagte, da fehlt noch so ein Kissen drauf und sie will noch so ein Kissen haben. Und die anderen beiden Kissen, die sind da auch wirklich gut prominent und in Ehren bei ihr in der Wohnung. Da darf sich gar keiner draufsetzen. Die müssen immer auf der Couch stehen und keiner darf da ran. Und du wünschte sich für ihren Sessel auch noch so eins. Also mache ich ja eins. Habe ich gestern? Ja, gestern angefangen. Häkelhaken Nummer 6. Das Garn ist von Paintbox. Farbe war irgendwie Rotwein. Ich habe gerade die Brille nicht da. Steht das da drauf? Ich weiß nicht. Also die Farbe heißt auf jeden Fall Red Wine. Ja, die ersten Schritte sind getan und das häkelt sich ja einfach so vor sich hin, obwohl, ja, also ich muss gestehen, dass ich zu Anfang hier doch ein bisschen Probleme hatte, das mit dem Verzopfen wieder hinzukriegen. Bin ich denn jetzt richtig rum? So rum ist es doch richtig. Weil, hier, die Anleitung hierfür war ein bisschen komisch. Ich dachte erst, ich müsste um die hier noch wieder rum, aber die setzen jedes Mal neu ein. Könnt ihr das sehen? Ja. Und naja. Jedenfalls war das dann ganz einfach, nachdem ich dann wieder wusste, wie es geht und auf welche Maschen ich dann überspringen muss und wo ich dann wieder rein muss. Und dann kommt ja dieses Kuddelmuddel mit hier zwei Maschen überspringen und da zwei Maschen dazwischen setzen. Aber es geht alles weiter. Ich denke, dass ich in Kürze auch das wieder auswendig drauf habe, wie die ganzen Maschen heißen oder die ganzen Muster heißen. Denn man strickt ja da, ich weiß gar nicht mehr, die Abkürzung habe ich alle vergessen, BSP1 oder was auch immer das war. Und da sind dann eben mal 6 so eine Stäbchen dabei oder so. Okay, ja, mehr habe ich nicht gemacht, an was anderem habe ich nicht gearbeitet. Nicht viel Neues. Das war letztens mein Video, heute wird das anders heißen. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie es heißen wird. Aber es ist immer wieder was Neues dabei. Wie ihr seht, habe ich wieder was Neues angefangen und ich habe Post gekriegt. Ich habe mir in diesem Jahr ja einen Adventskalender bestellt bei A Homespun House. Die Dame heißt Molly, die macht auch Videos darüber, die zeigt auch ihre Wolle. Und ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, wahrscheinlich durch irgendeinen anderen Podcast. Jedenfalls hat mir das gefallen, die Idee, 24 verschiedene Minis zu kriegen. Ich glaube, die sind 20 Gramm schwer, 20 oder 25. Und dann gibt es noch 100 Gramm dazu. Der war extra in dem Paket drin, ich habe noch nicht reingelunscht. Obwohl, es ist schon verlockend, aber es ist noch nicht Dezember. Und die anderen sind in dieser schönen Kiste hier. Ja, es ist ein Adventskalender. 24 Minis, selbst gefärbt, handgefärbt. Ich habe mir Verlaufsgarn bestellt. Ich glaube, das heißt so Tonel heißt es. Ja, und ich bin schon total gespannt, was da drin ist. Aber ich habe den vorsichtshalber so weit weggestellt, dass ich nicht jeden Tag dran vorbeilaufe und in Versuchung gerate. Ich denke mal, wenn es dann soweit ist, werde ich vielleicht ab und zu mal ein Update bringen von, was da denn drin war. Oder vielleicht, wie war das? Wir könnten es ja auch gemeinsam öffnen. Es gibt ja auch sowas wie Vlogmas, machen so andere Leute. Vielleicht mache ich das dies Jahr auch mal so 2 Minuten Videos, wie ich den Adventskalender auspacke. Ja, das hebe ich mir auch auf bis zum 24. Das Beutelchen gefällt mir auch ganz gut. Ja, habe ich gekriegt. Alles toll. Freue ich mich schon aufs Auspacken. Habe ich in diesem Jahr 2 Adventskalender, weil ich ja den mit den Samen für Kräuter und Heilpflanzen von meinem Vater geschenkt gekriegt habe. Und vielleicht werden es dann 4 Minuten.
Ich packe das jedenfalls dann vielleicht live und in Farbe hier vor der Kamera aus und mache dann jeden Tag ein kleines Video. Dann freut ihr euch, ich freue mich dann auch und dann freuen wir uns alle. Und das ist das Allerschönste, wenn sich alle freuen. Und deshalb höre ich jetzt mal auf, hier rumzulabern. Man sieht sich, wenn man sich sieht. Und bis dahin, tschüss.